Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pikmin 4. Ja, beim letzten Mal haben wir Olima gerettet, den ersten Teil der Hauptstory damit abgeschlossen. Jetzt müssen wir einen Tierarzt finden für Ocean und Moos. Und dafür haben wir eine neue Ebene, wo wir hin müssen. Bin ich schon gespannt, was auf uns wartet. Aber zuallererst, ich habe es letztes Mal schon versprochen, wir werden jetzt erstmal richtig viele Pyklopädie-Einträge aus Olimas Sicht durchgehen. So um die Hälfte. Damit wir halt auf jeden Fall bis zum Ende alle Einträge auch aus Olimas Sicht noch abgeschlossen bekommen. Und ja, auch bei den Schatzkatalog gucke ich, dass ich die Einträge heute noch hole, die wir, also von den Listen, die wir schon fertig haben. Das heißt, die Einträge werden sehr, sehr lang jetzt. Ich schätze mindestens 15 bis 20 Minuten. Also, wenn ihr diese überspringen wollt, über mir ist ein Zeitstempel, damit ihr diese überspringen könnt. Und ich würde sagen, wir legen jetzt direkt mit den Einträgen los. So. Wir sind dann jetzt hier auch direkt bei den Einträgen mit dem Zwergpunktkäfer zuallererst. Ich habe mir vorgemerkt, bei welchem von denen ich dann ungefähr mit den Einträgen aufhöre. Zumindest aus Olimas Sicht. Ja, der Zwergpunktkäfer. Obwohl ursprünglich als jugendlicher Punktkäfer bezeichnet, haben bahnbrechende neue Forschungen ergeben, dass diese Kreatur tatsächlich zur Familie der Saprophagi gehört. Sie ist eng mit dem diebischen Saprophag verwandt und er geht Jägern durch Tarnung. Die einzigartige Adoption der blutroten Färbung des Punktkäfers erlaubt es, diese Spezies sich unbemerkbar zu machen. Solch perfekte Anpassung und Täuschung bei einem Beutetier ist selten. Was einen Hinweis darauf gibt, dass diese clevere Kreatur ein Meister der Nachahmung ist. Albino-Zwerg-Punktkäfer. Ein Punktkäferlarve im zweiten Stadium. Als diese Kreatur zuerst entdeckt wurde, ging man davon aus, es mit einer völlig anderen Spezies zu tun zu haben, die Punktkäfer nachahmt. Später stellte sich jedoch heraus, dass es sich um einen echten Zwergpunktkäfer handelt. Er versteckt sich den Großteil des Tages unter der Erde, um nicht ausgewachsenen Punktkäfern zum Opfer zu fallen. Erst nachts wird er aktiver, wenn seine schwache Färbung nicht so auffällt. In diesem Stadium ist es schwierig, nur anhand des Aussehens festzustellen, um welche Punktkäferspezies es sich genau handelt. Die jeweils charakteristischen Eigenschaften zeigen sich nämlich erst ab dem dritten Stadium. Okay, das ist eine interessante Info. Der Punktkäfer. Dieser große Organismus hat die bekannten Reißzähne und Kranialmorphologie der Glubschkäfer. Ebenso charakteristisch sind die hervortretenden Augen. Der Schädel der Kreatur macht die Hälfte ihrer gesamten Körperlänge aus, sowie ein Großteil ihres Umfangs. Das scharlachrote Hinterteil trägt weiße Punkte. Diese Kreatur ist nachtaktiv und jagt kleinere Kreaturen, die zu ihren Nestern zurückkehren. Ursprünglich als großer, knolliger Punktkäfer klassifiziert, musste diese These später widerlegt werden. Subspezies verschiedener Farben wurden erst vor kurzem entdeckt. Jedoch ist die Wissenschaft in zwei Lager geteilt, was diese verschiedenen Klassifizierungen betrifft. Okay, wenn alle Einträge von Olima so lang sind, dann beschränke ich mich eventuell doch so nur auf 30. Bei der Befruchtung einer Eizelle werden überzählige Chromosomen in der Regel durch einen Prozess namens Meiose verworfen. Manchmal ist das aber nicht der Fall, was eine Chromosomenabnormalität zur Folge hat. Diese wiederum bewirkt, dass sich die Kreatur nicht normal entwickelt. Der Koloss-Punktkäfer ist stärker und oft auch aggressiver als der gewöhnliche Punktkäfer. Doch da er niemals die körperliche Reife erreicht, ist er nicht in der Lage, Nachkommen zu zeugen. Der Arme. Orangener Zwergpunktkäfer. Der rote Zwergpunktkäfer, das Erscheinungsbild von normalen Punktkäfern nachahmen, entstand bald die Theorie, dass auch eine orangefarbene Variante von Punktkäfern imitierenden Spezies existieren könnte. Die Feldforschung hat diese Theorie vor kurzem bestätigt. Die orangenen Punktkäfer gab es doch auch schon, glaube ich, sogar im zweiten oder ersten Teil. Naja, diese Punktkäfer-Spezies besitzt ein grelles Farbmuster. Der Körper ist in satten Orange gefärbt, das von schwarzen Punkten durchsetzt wird. Die gelben, blutunterlaufenden Augen des orangenen Punktkäfers lassen daraus schließen, dass dieser Punktkäfer exzessiv nervös und kribbelig ist. Daher ist er leichter aus dem Tiefschlaf zu wecken als andere Mitglieder der Glubschkäferfamilie. So, als nächstes die Zwergpunktbär.
Ein getupfter Punktlarve im dritten Entwicklungsstadium. Ihre körperliche Struktur nähert sich der Reife. Anders als bereits ausgewachsene Punktbären hatten sie noch keine Jagdroute für in sich beansprucht und ist daher von ihren Eltern in der Territoriumsvorgabe abhängig. Getupfter Punktbär. Eine mittelgroße Subspezies in der Familie der Glubschkäfer. Die Fressgewohnheiten des getupften Punktbären unterscheiden ihn von anderen Glubschkäfern. Er patrouilliert auf festen Pfaden, um nach Beute zu suchen, anstatt passiv auf Kreaturen zu warten, die sich in sein limitiertes Territorium verirren. Beim Betreten eines Punktbärs-Habitats ist es ratsam, höchste Vorsicht walten zu lassen, bis der Jagdweg des Punktbären genau identifiziert werden konnte. Ja, die sind recht einfach zu besiegen, wenn man weiß, wie die Route ist, kann man denen einfach hinterherrennen. Eisiger Zwergpunktkäfer. Den jugendlichen eisigen Punktkäfer kennzeichnet sowie ausgewachsene Exemplare die Eigenart, dass sich auf seiner Epidermis sehr gut Eis bilden kann. Er benötigt allerdings eine volle Nacht, um Eis zu regenerieren, weshalb er oft von erwachsenen Vertretern der Spezies begleitet wird. Junge Käfer weisen weniger Punkte als die ausgewachsenen Kreaturen auf, weshalb die These bestand, dass es sich in Wirklichkeit um Mimikry durch diebische Saprophage handelt. Spätere Analysen widerlegten dies allerdings. Eisiger Punktkäfer. Bei diesem Exemplar handelt es sich um einen Punktkäfer mit einem vom Frost und Eis bedeckten Hinterteil. Abbrechende Eisbrocken können kleine Lebewesen einfrieren und sich danach wieder regenerieren. Die außergewöhnliche Tatsache, dass das Eis dem Punktkäfer selbst nichts anhaben kann, verdankt die Kreatur der Fähigkeit, Zucker, Aminosäuren und organische Säuren interzellulär speichern zu können. Ein idealer Vorschutz. Feuriger Punktkäfer. Körpersekrete in Form einer höchst entflammbaren, bissenden Substanz interagieren mit der Zellstruktur der Haut dieses Glubschkäfers. Dadurch entsteht eine chemische Reaktion, die zu extrem hohen Temperaturen führt. Die Haut profitiert von einer schwammigen Zellstruktur, welche die Oberflächenhitze diffundiert, so werden die inneren Organe dieser Bestie geschützt. Eine Beobachtung sollte nur unter Beachtung strikter Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. Der Zungenpunktkäfer. Statt der schnappenden Kiefer, die für seine Familie normalerweise das Mittel der Wahl zur Nahrungsaufnahme sind, setzt dieser Punktkäfer seine klebrige, dehnbare Zunge ein. Doch schon bevor er seine Zunge rausschnellen lässt, erkennt man ihn an seiner spitzen Schnauze und den schwarzen Punkten auf seinem Hinterleib. Es gibt die Theorie, dass der Beutefang mit der langen Zunge, die ihn Kreaturen auf hochgewachsenen Blumen erwischen lässt, eine Folge der Evolution ist. Jüngste Studien belegen jedoch, dass er diese Fangmethode nur im adulten Stadium einsetzt. Bis zum dritten Larvenstadium nutzt er wie andere Punktkäfer auch seine Kiefer, um nach Beute zu schnappen. Ja, und hier ist die Punktkäferlarve. Wie der Name schon sagt, ist diese Kreatur ein Punktkäfer auf einer frühen Entwicklungsstufe. Ihre deutliche Punktkäferfärbung ist noch nicht ausgeprägt. Sie verfügt aber bereits über andere einzigartige Charakteristika der Punktkäfer. Sie ist durchaus in der Lage, ohne Hilfe der Eltern unabhängig auf Nahrungssuche zu gehen. Das ist beeindruckend tatsächlich. Fürstin Knollenauge. Ursprüngliche Beobachtungen des Planeten schwächten die Annahme, dass die Familie der Glubschkäfer in der Lage sei, starke soziale Strukturen aufzubauen, wie man sie vom Ameisen oder Bienen kennt. Doch neueste Studien zeigen, dass die Familie unter bestimmten Umständen für kurze Zeit durchaus zu solch hoher Komplexität fähig ist. Der Eiersack des größten weiblichen Glubschkäfers schwillt zu dramatischen Proportionen an, da er auf geänderte Umwelteinflüsse reagiert. Dazu gehört auch der plötzliche Mangel an Beutetieren. Diese Weibchen nehmen temporär die Rolle einer Alpha-Matriarchin an. Auch wurde in der Rudelkonstellation beobachtet, dass beinahe alle Männchen, die nicht in den Reproduktionsprozess mit einbezogen werden, einer natürlichen Geschlechtsumwandlung unterzogen werden. Die Merkmale solcher Exemplare sind in der Tat sehr faszinierend. Das ist eine sehr interessante Info, dass die Männchen einfach zu Weibchen gemacht werden, nur um Nachwuchs zu haben. Das ist interessant. Fürs Knollenauge, das größte Mitglied der Familie der Glubschkäfer, findet man üblicherweise im Erdreich vergraben. Diese Tarnung erlaubt es dem Jäger, kleinere Kreaturen zu überraschen und sie mit seiner langen, klebrigen Zunge zu fangen. Die dicke Außenhaut und der gewinkelte Rücken
verleihen der Kreatur ein gewisses felsenähnliches Charakteristikum. Während der Regenzeit wächst Moos auf dem Buckel. Dadurch ist es nahezu unmöglich, diesen Jäger von einem Stein zu unterscheiden. Rüssel-Ignis. Diese Kreatur stößt eine flüchtige Phosphorverbindung durch seine Schnauze, die sich bei Luftkontakt entzündet. Die Fähigkeit, Feuer zu spucken, hängt von dem Luftbrennstoffverhältnis im Mund, der katalytischen Reaktion in der ausgestoßenen Verbindung und der Reinheit der Verbindung selbst ab. Daher ist nicht davon auszugehen, dass ein solches komplexer Prozess zur spontanen Explosion eines gefallenen Rüssigens führen kann. Dieser Prozess dient vermutlich auch dazu, das Risiko einer spontanen Entzündung im Bauch eines lebenden Exemplars auszuschalten. Dennoch sollte man während des Transports eines Rückenlignis die Größe vor sich walten lassen. Glacius. Diese Spezies verfügt über die Fähigkeit, in einem sogenannten Kältesack Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu kondensieren. Ein Kältesack entsteht daraus Trockeneis, dessen Dämpfe mit dem eisigen Atem dieser Kreatur ausgestoßen werden. Ein naher Verwandter dieser Spezies, der Rückenlignis, verhindert einen Anstieg seiner Temperatur dadurch, dass die Phosphorverbindung, die er ausstößt, sich nur in Kontakt mit der Außenluft entzündet. Im Gegensatz dazu liegt der Körpertemperatur des Rückenglazies unter dem Gefrierpunkt und er schützt seine inneren Organe durch eine dicke Fettschicht vor dem Gefrieren. Rüssel-Verus. Diese Spezies ähnelt dem Vorfahren des Rückenlignis und verfügt über spitze Fangzähne, mit denen sie schonungslos andere Kreaturen angreifen. Der Rüssel-Verus demonstriert seine aggressive Natur sowohl bei der Verfolgung von Beute als auch wenn er selbst angegriffen wird. In diesem Fall geht er umgehend zum Angriff über und versucht seinen Angreifer zu überraschen, da ihm selbst die Flucht gelingt. Des Weiteren verfügt diese Spezies über einen extrem ausgeprägten Geruchssinn, mit dessen Hilfe sie ihre favorisierte Nahrungsquelle aufspürt: unterirdisch wachsende Pilze. Crustabizenlarve. Bei diesem Exemplar handelt es sich um eine Lithopodenlarve. Lithopoden, ebenso wie der Zyschilex, nutzen interne Metabakterien, um den chemischen Verdauungsprozess zu betreiben. Diese Metabakterien können nur in bestimmten Umgebungen leben, wie zum Beispiel im Körper gewisser Insekten. In Lithopodenlarven finden sich kurz nach dem Schlüpfen noch keine Metabakterien. Sie nähren sich von teilweise verdauten und ausgewirkten Erzen, die sie von ausgewachsenen Lithopoden verabreicht bekommen. Auf diese Weise erhalten sie Metabakterien, die sie auf andere Weise nicht aufnehmen können. Das hier muss ich aus beiden Sichten einmal lesen. Die habe ich nämlich noch nicht aus seiner Sicht. Ihr glänzender schwarzer Panzer erinnert an ein natürlich gewachsenes Juwel. Holt sie tief Luft, sieht man kurz ungepanzerte Haut, die einen umwerfenden Farbkontrast zum tiefen Schwarzen darstellt. Ach, diese atemberaubende Kreatur ist ein Kunstwerk. Wenn es dieses Geschöpf nicht schon gäbe, wäre es schwer, sich so etwas vorzustellen. Die Männchen dieser Spezies sind für ihre hornähnlichen Blaslöcher bekannt. Erreichen die Weibchen die körperliche Reife, schließt sich ihr Blasloch und sie verlieren die Fähigkeit, Felsbrocken zu schleudern. Also war der Boss, den ich bekämpft habe, auf jeden Fall Männchen. Zu Beginn der Brutsaison legen die Weibchen ihre Eier auf Felsen, die von einem Männchen geschleudert wurden. Diese Felsen dienen den wachsenden Larven dann als Nahrung. Obwohl man Horncrustabizen einst für ausgewachsene Crustabizenlarven hielt, handelt es sich um eine völlig andere Spezies, die ursprünglich von einem anderen Kontinent stammt. Die Horncrustabize kann sich mit der gewöhnlichen Crustabize paaren, doch nur die Hälfte der Eier schlüpft. Diese Hybridspezies breitet sich schnell aus und zeigt aggressives Territorialverhalten, bei dem manchmal Felsen auf Crustabizenlarven geschleudert werden. Dies hat mittlerweile dazu geführt, dass die gewöhnliche Crustabize vom Aussterben bedroht ist. Also sind das Selbstvernichter? Okay. Wie andere Lithopoden auch verfügen diese Kreaturen über Bakterien in ihrem Körper, die sie nutzen, um aus der Luftfeuchtigkeit der Umgebung Schneebälle zu formen, welche sie dann ausspucken. Für das Erschaffen dieser Schneebälle benötigt die Kreatur keine kalten Temperaturen. Vielmehr werden sie durch unter Druck stehende Flüssigkeiten in ihrem Körper gebildet, die als Kümmel dienen. Wenn die Projektile dann größer werden, absorbieren sie die Umgebungswärme und senken so die Lufttemperatur bis zu dem Punkt, an dem die Feuchtigkeit in der Luft gefriert. Wenn diese Kreatur ausgewachsen ist, schließt sich das Blasloch auf ihrem Kopf und wird durch einen spitz zulaufenden Panzer ersetzt. Um in ihrem nährstoffarmen Habitat an ausreichend Nahrung zu gelangen, atmen ausgewachsene Individuen durch ihr Maul.
Manche Experten vermuten, dass sie dadurch ein Territorium an Krustabizenlarven verloren haben und in kältere Umgebungen verdrängt wurden. Da dieser Käfer extrem viel Luft einsaugen kann, muss er sie über ein Atemloch an seinem Bauch wieder ablassen und dabei seinen Panzer öffnen, um zu vermeiden, sich selbst wie ein Luftballon aufzublasen. Die haben da unten ein Blasloch? Ein Atemloch? Das habe ich null gesehen. Der weibliche Termitentos. Die männlichen Exemplare dieser Spezies sind schwarz und purpur gefärbte Kreaturen mit konischen Schnäuzen. Während die Weibchen von heller Färbung sind und kein Exoskelett besitzen. Wie die meisten Mandibulae sind auch diese Kreaturen bis zu dem Punkt zurückentwickelt, an dem sie sowohl Beine als auch Flügel verloren haben. Man kann sie auf dem Boden kriechen sehen und davon ausgehen, dass sie sich von den pflanzlichen Extrakten geronnener Körpersäfte abgestorbener Pikmin ernähren. Bei diesem Exemplar handelt es sich um einen männlichen Termititos. Da es Beine und Flügel verloren hat, gräbt sich das Männchen ins Erdreich und lauert dort auf kleinere Kreaturen, die seinen Weg kreuzen. Seine Kiefer können durchaus gefährlich werden. Kreaturen wie die Pikmin werden so zu leichter Beute. Der Scherenzopf. Eher ungewöhnlich für ihre Gattung haben sich fliegende Mandibuleen ihre Flügel bewahrt. Allerdings können nur die ausgewachsenen Männchen dieser Spezies fliegen. Die Weibchen verbringen die meiste Zeit ihrer Lebensspanne unterirdisch. Zwar sind sie kurz nach der Geschlechtsreife auch oberirdisch anzutreffen, da sie dort ableichen. Zu einer Metamorphose kommt es allerdings nicht. Flottos. Mit den Sinneshaaren, die auf ihren orangenen Körpersegmenten wachsen, kann diese Kreatur Wärme, Bewegung und Kohlendioxid wahrnehmen. Sie klammert sich mit ihnen an Klauen, in erinnernden Pfoten der Beine an ihrer Beute fest und saugt deren Blut über ihren spitz zulaufenden Stichrüssel auf. Forschungen haben ergeben, dass der Flottos die beim Zusammenziehen seines akkordeonähnlichen Körpers entstehende Energie in elastischen Proteinen hinter seinen Beinen speichern kann, was es ihm ermöglicht, mehrfach hintereinander große Sprünge zu vollführen. Der Flottos ist in der Lage, schnell eine große Anzahl von Nachkommen zu zeugen. Schon eine kleine Gruppe eierlegender Weibchen kann die Population innerhalb eines Monats um das Hundertfache ansteigen lassen. Der gepanzerte Grabficht. Andere Arten dieser Familie tragen ihren Panzer am Unterleib. Bei dieser jedoch fungiert er als eine Art Helm. Seine Flügel sind bis zur Nutzlosigkeit verkümmert. Also gräbt er sich durch den Boden und bricht plötzlich an die Oberfläche, um Beute mit seinen nadelartigen Stichschüsseln aufzuspießen und sie auszusaugen. Larven des gepanzerten Grabfischs bleiben jahrelang unter der Erde, in manchen Fällen auch Jahrzehnte. Und hier ist die geflügelte Version. Im Gegensatz zum Grabfisch-Archetyp, mit dem er nahe verwandt ist, verfügt dieser Grabfisch über funktionsfähige Flügel. Dennoch nutzt er kurioserweise dieselbe Taktik und vergräbt sich im Boden, um von dort aus zuzuschlagen. Der Helm, der den Kopf des Grabfischs beschützt, ist dank wachsartiger Absonderung in seinem Poren so hart wie Stahl und absorbiert bzw. dämpft alle Stöße, die der Grabfisch erleidet. Platternder Picknapper. Die Skarpaniden leben ursprünglich auf dem Boden und verfügen nur über unterentwickelte, verkümmerte Flügel. Diese Spezies entwickelte vergrößerte Antennen, die als behelfsmäßige Flügel dienen. Skarpaniden werden vom Anblick größerer Pikmin-Gruppen angezogen, die sich in Formation bewegen. Sie stürzen sich auf sie, um sie zu schnappen. Allerdings fressen Skarpaniden keine Pikmin, sondern lassen sie nach kurzer Zeit wieder fallen. Der Grund für dieses Verhalten ist unbekannt, aber ich freue mich bereits auf weitere Forschungen auf diesem Gebiet. So, und jetzt das letzte Monster. Ich weiß, es waren jetzt nur 30, aber die Einträge bei Olimar sind ultra lang. Das Rutschblatt ist ein Verwandter des Teichgleiters, der seine Flügel abgeworfen und sich dem Leben auf dem Boden angepasst hat. Ohne verbleibende Merkmale seiner fliegenden Vergangenheit kann das Rutschblatt weder über die Wasseroberfläche fliegen noch rutschen. Die Flügel haben sich in eine blattähnliche Struktur auf seinem Rücken verwandelt, welche das Rutschblatt durch Tarn und Täuschen beschützten. Dies scheint sich als sehr effektiv zu erweisen, da nur wenige Jäger diese geschickte Verkleidung durchschauen. Ja, wir lesen dann beim nächsten Mal ab dem Raubblatt wieder zu 30 ungefähr weiter. So, und jetzt lesen wir noch drei Serien von Olimar vor hier in dem Schatzkatalog. Bezauberndes Gummiteil. Diesen Schatz hielt ich zuerst für ein riesiges Wassermonster. Erst einige Schrecksekunden später erkannte ich, dass es sich um ein wunderschön geformtes Objekt aus Gummi handelte.
Zum Glück, wenn mich so etwas angreifen würde, wäre ich viel zu bezaubert, um wegzurennen. Charmantes Gummiteil. Dieser Schatz hat ein glattes, wohlproportioniertes Äußeres. Er ist hohl, so dass er auf dem Wasser schwimmt. Während ich noch überlegte, welche Kreatur hier wohl als Vorbild diente, tätschelte ich schon den Schnabel. Gegen so viel Charme bin ich machtlos. Verglichen mit anderen Schätzen ist dieses Gummiteil sehr klein, doch sein mutig erhobener Schnabel und seine abenteuerlustigen Augen sind absolut entzückend. Schönheit findet sich oft geradezu in den kleinsten Dingen. So, und jetzt noch das Schmuckelgummiteil. Als Jugendlicher wollte ich unbedingt eine schwarze Lederjacke, die ich in einem Laden gesehen hatte. Sie war so cool, doch wie ich auch bettelte, meine Eltern kauften sie mir nicht. Also sparte ich monatelang mein Taschengeld und kaufte sie mir dann selbst. Leider stellte sich heraus, dass eine Lederjacke im heißen Sommer auf Hokotate schnell zu einem Hitzschlag führt. Das war das letzte Mal, dass ich versuchte, habe cool zu sein. So, und hier auch mal das Gruppenbild. Ist es nicht süß? Ich bin froh, dass hier die Einträge von Olimar wesentlich kürzer sind als bei der Piklopädie. Der Langlebigkeitsförderer. Als einziger Brotverdiener in meiner Familie muss ich jedes Mittel nutzen, das meine Gesundheit über viele Jahre hinweg verbessern könnte. Ein kleines Fitnessgerät kann vielleicht helfen. Nur blöd, dass ich vor lauter Brotverdienerei kaum zum Training komme. Flauschsphäre. In meiner Jugend bin ich nur ungern Bällen hinterhergejagt. Ich hatte andere Interessen, aber der Anblick dieser flauschigen Kugel ruft mir ins Gedächtnis, wie viele Bewohner dieses Planeten seinerzeit bevorzugt ihre Freizeit verbrachten. Orbitaler Kommunikationssatellit. Die Art der Oberfläche trotz allen Elementen. Doch das Innere ist erstaunlich weich. Die Struktur dieser Kugel ist faszinierend. Handelt es sich um das Modell eines Himmelskörpers? Und warum verspüre ich das Bedürfnis, es mit einem Stock zu schlagen? Der Ball der Zerstörung. Ich möchte hier festhalten, dass dieser Ball von genau 108 Stichen zusammengehalten wird. Ich habe sie sorgfältig gezählt und katalogisiert, was die ganze Nacht dauerte. Als Forscher muss man gründlich sein, doch ich sollte auch mal entspannen. Ja, und das Gruppenfoto, ne? So, wir lesen jetzt noch die Serie Heiß Begehrt aus Olimas Sicht und dann legen wir auch endlich mal mit den Abenteuern los. Wenn ich dieses Ding klicken höre, sehe ich meinen Monatsgehalt vor meinem Auge und dann meine Frau, die mir unsere Ausgaben auslistet. Nahrung, Lehrbücher, Arztkosten. Irgendwie ist die Liste nahezu endlos. Scheibe des Frohsinns, wenn ich überlege, was mir Freude bereitet, fallen mir Familienfeiern ein, wo alle zu fröhlicher Musik tanzen. Ich sehe förmlich meine für den Anlass herausgeputzte Familie und strahlende Gesichter vor mir. Hoffentlich kann ich das bald wieder genießen. Vor einigen Jahren dachte meine Frau, ich hätte sie hintergangen und wurde fuchsteufelswild. Ihre Wut hätte ganze Planeten aus der Bahn werfen können. Ein erschreckender Anblick, aber auch schön, dass uns nach all den Jahren noch so viel Leidenschaft verbindet. Was ist der Sinn von Gefühlen? Sie verleihen uns Balance. Ein Leben voller Kummer wäre unerträglich. Also sollten wir etwas finden, das uns erfreut. Aber ein Leben, das nur aus Freude besteht, wäre monoton. Schätzen wir also auch die traurigen Momente. Ich bin kein großer Tänzer. Aber was soll's? Ich gebe mich einfach ganz der Musik hin und bewege mich, wie es mir gefällt. Manchmal macht meine Frau mit und es ist so spaßig, dass sogar die Kinder vergessen, wie peinlich wir ihnen sind und mitmachen. Normalerweise fällt das Eltern nicht auf, wenn sie peinlich sind. Mein Sohn spielt mit meiner Frau und mir gern Streiche. Einmal hatte er sich hinter einem Gartenzwerg versteckt und sprang plötzlich hervor. Meine Frau schreckte zurück, sodass sie sich den Rücken verrenkte. Seitdem sind Streiche bei uns zu Hause verboten. Und das Gruppenbild. Da will man noch Poker spielen gehen. Ja, weitere Einträge lesen wir beim nächsten Mal vor. Weil das hat jetzt sogar noch mal länger gedauert, als ich vorher schon gedacht hatte. Aber wir müssen die ganzen Einträge halt aus Olimas Sicht noch nachholen. Wir haben nicht mehr so viel vor uns. Und ja. Wir wollen ja schon alle Einträge noch gesehen haben, bevor wir das Spiel beenden. Sonst muss ich am Ende beim letzten Part wirklich alle Einträge lesen. So, wie heißt denn das Gebiet, in das wir hin müssen? Der Garten der Giganten. Okay, dann suchen wir mal diese Nelly.
Das Gebiet verspricht Spaß. Moos? Das ist. Ist das all? Ist das wirklich? Und warum ist Moos bei ihm? Kennen Sie diese Person? Auf der Liste mit Gestrandeten steht er nicht. Das ist Lloyd, ein Kollege von mir bei Hokotato Flight. Ob er diese gestrandete Person retten will? Oh, das ist doch nicht etwa. Seht euch nur diese runden Ohren an. Diese Person stammt vom Koppei. Moment mal, sie sind weg. Oh je, ich frage mich, warum Moos ihm folgt. Vielleicht hat die Arbeitgeber ihn geschickt, um nach ihnen zu suchen, Captain Olimar. Möglicherweise, obwohl mir da nicht als erstes Louis in den Sinn gekommen wäre. Wir sollten diesem Louis folgen. Den Gestandeten von Koppei darf schließlich nicht zustoßen. Zum Glück hat Otschin bereits die Fährte vom Moos aufgenommen. Worauf warten wir dann noch? Otschin, Shining, folgt Moos! Neuer Logbucheintrag. Habe ich ja schon wieder was zum Lesen. Um Gottes Willen, jetzt habe ich auch noch Louis-Einträge. Suche nach Olimar. Ich soll Olimar finden, hat der Chef so gesagt. Weiß schon gar nicht mehr, wie Olimar aussieht. Hat es ja nur ein ganzes Spiel mit ihm zusammen. Mir wird Feuer, Wasser und Fels empfohlen. Okay. Pigments sind gesammelt. Motiviersaft wieder genutzt. Natürlich gewollt. Ich verstehe immer noch nicht, warum die Kamera nach unten zieht. Da ist auf jeden Fall ein neuer Gegner. Dieser Sprinkler ist wieder da. Nur mit diesen Feuernüssen kriege ich das Stroh weg. Das weiß ich. Dann gehen wir mal als erstes in die Richtung und nutzen das Power, was ich gerade habe. Nutzen, solange es noch hält. An die erinnere ich mich. Man muss die Viecher vernichten. Die gab es schon im dritten Teil. Bevor die sich an denen fest laben können, die da drin feststecken. Erstmal holen wir das Teil bis hier hinten hin. Danach kann ich absammeln. Und ich habe hier einiges zum Absammeln. Oh, ich habe einen Eintrag von Louis gerade noch mal bekommen. Snacks. Ich hätte keine Lust mehr auf Omis Kekse, also habe ich ein paar der Kreaturen hier verputzt. Die sind echt lecker, gefällt mir. Neue Nahrungsmittel zu entdecken. Also ich hätte jetzt nicht bedingt jedes davon irgendwie probiert, aber man muss ja selber wissen, ne? Das da werde ich definitiv noch mal brauchen. Lass das schon mal bauen. Kommt hier jetzt irgendwas aus dem Boden, das mich essen will? Ich muss auf jeden Fall das Ding da einmal bauen. Wenn die jetzt gerade da hinten bauen, können wir ja hier nachgucken. Zeug. Das waren viele Rohmaterialien. Ich glaube, Otschin hat gerade dieses Schluckeneimer genutzt.
Für den da hinten brauche ich die roten. So, ich habe meinen Trupp jetzt wieder versammelt. Machen wir erstmal den da hinten fertig. Da kann ich ja nur die roten nutzen. Das ist ein nerviger Platz. Ja, das kann ich eh nur mit dem blauen Wenn gerade abtransportieren. Ich kriege auch keine Feuernuss bis hierhin durch. Und die Zitrone kann ich schon mal mitnehmen. Otschin, du transportierst kein Rohmaterial. Da ist wieder eine Spinne. Hier ist ein näherer Landeplatz. Schon wieder ein neuer Logbucheintrag. Glaube ich, wie viele Einträge ich hier finde. Ja, guck mal, die erste Basis scheint ich generell so gut wie kaum zu brauchen. Ich lasse die mal liegen. Ich fände hier bestimmt eine neue Zwiebel. Ein Snack, der wächst. Wenn man in den nicht gleich isst, wird er im Boden hart. Sobald ich einen sehe, grabe ich ihn aus und röste ihn. Verständiger Bericht. Mich haben hier eigentlich nur die Snacks interessiert. Wenn der Chef einen umfassenden Bericht will, denke ich mir am besten einfach irgendwas aus. Louis war auch schon in den vorherigen Teilen so verfressen. Ja, das Engine könnt ihr auch ruhig schon mal bringen. Ich glaube, ich habe dann auch gerade so genügend Rohmaterialien. Ich wechsle auf die blauen erstmal, weil die Wassersprengler sterben schon sehr. Komm, sammelt ab. Ihr steht hier ein bisschen im Weg. So, es sind jetzt ein paar blaue aktiv. Ich muss nur Rohmaterialien finden. Ich muss, wie gesagt, dringend diese Sprinkler ausmachen. Was seid ihr denn? Hallo? Hi. Was, wenn nur einmal hüpft? Lasst euch noch liegen. Dann könnt ihr Geister werden. Ich ist auch noch mal einen Hahn, den ich hinterziehen muss. Und eine Dandori-Herausforderung. Hey, da ist ja noch so jemand Blattwerk auf dem Kopf. Heute Dandori, morgen mehr Dandori. Also gut, Grünschnabel, du solltest diesem Laubling mal zeigen, wozu du beim Dandori fertig bist. Erstmal brauche ich Rohmaterialien ohne Ende. Wo man schon von Rohmaterialien redet. Die Viecher sammle ich alle ab, sobald wir die nächste Zwiebel haben. Ja, das Ding brauche ich nicht in Angriff nehmen. Ich habe eh nicht das Rohmaterial. So, nimm die mal mit. Ich brauche überall Rohmaterial, was ich momentan nicht habe. Und da war nur eine Bombe drin.
Okay, was zum Kaputtwerfen. Und wieder ein bisschen Rohmaterial. Oh, hier ist eine Wasseraufbereitungsanlage. Ich wollte gerade sagen, ich muss aufpassen, dass kein Rotes da reinfällt. Okay, bauen, Leute. Ich glaube, heute werden wir kein großes Abenteuer erleben. Nicht bevor ich nicht hier mal Rohmaterialien bekommen habe. Ich sehe, Leute, es reicht, wenn einer den Knopf drückt. Ah, dadurch habe ich das Wasser abgelassen. Nice. Na gut, dann kann das auch noch eine mitnehmen. Okay, wir haben da hinten den Sprinkler zumindest ausgeschaltet. Ich glaube, da fehlen nur noch 4 Rohmaterialien bei dem einen Ding. Das sollten wir auch holen. Ich stehe jetzt gerade hier und ich brauche 13 und ich habe gerade mal 5. Da komme ich auch nicht durch. Wegen dem Sprinkler. Ich glaube, ich mache das so, dass ich vor der nächsten Folge eventuell in eins der vorherigen Gebiete zurückgehe, einfach nur um ein bisschen Rohmaterial zu farmen. Weil wir haben gerade echt so gut wie gar nichts. Endlich eine Felsenbombe. Wir können hier halt auch die ganzen Sachen nicht aufmachen. So, da bin ich wieder zu Hause, habe heute nicht wirklich viel erreicht. Also, ich habe nicht mal was Neues mitgebracht. Ja, sage ich doch, nichts erreicht. Haben gerade mal 5 Objekte nach Hause gebracht und nur 2% erledigt. Ich brauche so dringend Rohmaterial. Ich weiß nicht, Colin. Ich bezweifle ja, dass eine Schilderung meines Alltags der Rettungsruf von Nutzen sein könnte. Da muss ich widersprechen. Wir könnten sicher viel davon lernen. Informationen wie diese erleichtern uns die Arbeit hier sehr. Na gut, wenn es etwas hilft. Also die termingerechte Lieferung hat oberste Priorität. Verspätungen bringen die gesamte Lieferkette durcheinander. Wir als Piloten kämpfen allerdings mehr mit den Herausforderungen der langen Raumreisen. Da fällt mir eine Geschichte ein. Ich meinte eigentlich weniger ihre Transportdienstleistung. Ihre Zeit als Gestandeter, die interessiert mich. Du warst nicht spezifisch. Ich denke mal, 8 in diesem Gebiet haben wir fest vorgelegt. Und im nächsten Gebiet werden wahrscheinlich auch genau 8 sein. Ja, wie gesagt, wir haben eigentlich nichts geleistet, aber wir können uns zumindest den Alltag von diesem einem neuen Monster noch eben kurz angucken. Das war eine Termitentos-Königin. Sie verfügt über eine derart erhabene Größe, dass man sie detailliert beobachten kann. Wenn sie stattlich durch ihr Territorium kriecht oder ihren mächtigen Körper hin und her schwingt, um sich in den Boden zu graben. Ihre Bewegungen an sich sind bei äußerst grazil. Ach, wenn es nur alle Kreaturen auch in dieser Größe gäbe. Bitte nicht. Ihre Reife erlangen Termitentos-Königin gewöhnlich nach der Verpuppung, woraufhin sie sich im Boden vergraben und auf die Eierplage vorbereiten. Einige Exemplare jedoch, wie dieses hier, sind neotentisch und behalten das Aussehen der Jungform bei. Wenn sie eine Nahrungsquelle auswendig machen, bleiben sie in ihrer Nähe. Oft verlassen sie sie jahrelang nicht und wachsen dann ständig weiter, bis sie so riesenhafte Ausmaße wie dieses Exemplar hier annehmen. Auch wenn diese Kreatur äußerlich wirkt wie eine Jungform, ist es hier möglich, das in sich fortzupflanzen und eine beeindruckende Zahl an Nachkommen zu produzieren. Diese jedoch haben die für Termitentos typische Größe. Ja, und die Spinne haben wir auch noch entdeckt, ne? Den Honiserak. Ein sanftes Geschöpf, das sich in seinem Netz gemütlich macht. Solange kein Beutetier in Sicht ist, möchte man den Honiserak in Bewegung sehen. Muss man ihm schon einen Happen zu werfen oder sich selbst in das Netz dieser Schlafmütze begeben. Man kann tatsächlich darin reinlaufen und beißt sie ein. Aber man kommt tatsächlich frei im Gegensatz zu den Pickens.
Diese spinnenähnliche Kreatur hat auffällige gelbe Streifen auf ihrem schwarzen Panzer. Sie webt ihr Netz an Orten mit viel Aktivität und wartet darauf, dass sich Beute in den Fäden verfängt. Anders als ihre Verwandten aus den Arachnorben- und Arak-Familien hat sie 8 Beine und weist sowohl männliche als auch weibliche Merkmale auf. Möglicherweise hilft diese Gynandrie bei der Fortpflanzung, auch wenn ein Hund Nissarak allein nicht zur Reproduktion in der Lage ist. Andere Theorien gehen davon aus, dass sich ein Hund Nissarak aus einem Männchen und einem Weibchen, die permanent aneinander kleben, zusammensetzt. Doch da bisher noch nie einzelne vierbeinige Hornissaraks entdeckt wurden, ist diese reine Spekulation. Ja, ansonsten habe ich kein neues Monster entdeckt, ne? Geschweige denn irgendwie neue Viecher, neue Schätze. Hier sollten wir jetzt zumindest schon mal eine Nachtexpedition freigeschaltet haben, oder? Ja, 2 von 3 haben wir schon freigeschaltet, tatsächlich. Da bin ich auch schon gespannt, was uns dort erwartet. Ja gut, ne? Ich mache jetzt, wie gesagt, nach der Folge das, was ich schon angekündigt habe, was ich mache. Ich werde auf jeden Fall mal in ein vorheriges Gebiet zurückgehen und ein bisschen Rohmaterial farmen. Eventuell so bis zu 3-mal, dass wir beim nächsten Mal mit so 200 starten und die sind dann rein für die Ebene erstmal. Weil da waren so viele Stellen, wo ich bauen muss, vor allem für die ganzen Sprinkler. Ich brauchte so massig Rohmaterial. Naja, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr alle Spaß beim Zusehen hattet, auch wenn Hälfte des Videos mindestens rein die Einträge waren. Wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute!